Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben und bei Omega Centauri. Das ist ja jetzt so eine Reihe, wo es so ein bisschen geschichtlich durch das Universum geht, durch die Geschichte des Universums geht. Und jetzt habe ich das letzte Mal schon, oder im letzten Video habe ich davon erzählt, 25 Sonnenmassensternen explodieren in der Nähe von so einer Gaswolke, aus der ist das Sonnensystem entstanden. Woher wissen wir das? Ah, Meteoriten und so weiter. Das heißt, wir haben ja wirklich dann auch die Kronzeugen in der Hand und können etwas machen. Was ich aber vielleicht doch noch mal ein bisschen erklären will, wie wichtig das ist, dass wir uns immer wieder klar darüber sind, dass Astrophysik ja angewandte Physik ist, in meinen Augen die schönste Form von angewandter Physik, die es überhaupt gibt, und dass sie sich aller möglichen Methoden bedient, die die Physik anzubieten hat. Überprüfung der Naturgesetze am Gerichtshof der Naturgesetze, nämlich dem Universum, und zwar nicht in experimenteller Form, in Anführungsstrichen, so wo wir ja die Kontrolle über die Anfangs- und Randbedingungen haben, sondern in der Form der Beobachtung. Wir beobachten etwas und wenden dann die Prinzipien, die wir in der irdischen Physik gefunden haben, auf diese Phänomene an und stellen fest, ups, es ist ja genauso, wie wir das tatsächlich gedacht haben. Oft genug, manchmal irrt man sich natürlich auch, wir irren uns empor. Unsere Ideen, unsere Theorien, unsere Modelle, unsere Szenarien werden immer besser und besser. Und dazu gehört eben auch, dass man in der Astrophysik Kernphysik verwendet. Kern- und Elementarteilchenphysik. Das heißt, die Elementarprozesse des Allerkleinsten werden angewandt auf das, was sich im Universum abspielt. Andersrum gesagt, haben wir ein Objekt, das aus dem Universum kommt, wie zum Beispiel der Meteorit, dann ist die Analyse der Zusammensetzung dieses Meteoriten natürlich mit den Instrumenten, die wir auf der Erde entwickelt haben, um zum Beispiel Isotopenverhältnisse zu untersuchen. Isotop ist das gleiche chemische Element, nur mit unterschiedlich vielen Neutronen im Atomkern. Es gibt ja verschiedene Isotopen, also vielleicht gleich beim Wasserstoff gibt es ja den Wasserstoffkern, ein Proton, dann gibt es den Deuteriumkern, ein Proton, ein Neutron und dann gibt es das zerfallende radioaktive Tritium. Kohlenstoff. Von Kohlenstoff gibt es einen stabilen Kern, C12, 6 Protonen, 6 Neutronen. Dann gibt es C13, ist auch noch stabil, nämlich 6 Protonen, ist ja Kohlenstoff, und 7 Neutronen. So. Und dann gibt es aber auch C14, das ist jetzt 6 Protonen und 8 Neutronen. Und das ist bereits ein Kern, der zerfällt dann mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren, glaube ich. So. Das heißt, es gibt also von jedem chemischen Element verschiedene Isotope. Und die Isotopenanalyse, vor allen Dingen das Verhältnis dieser Isotopen in einem Stoff, der vom Himmel gefallen ist, das kann uns eine ganze Menge darüber aussagen, was da passiert sein muss. Wir werden das nochmal ganz besonders stark feststellen, wenn wir uns über den Ursprung des Wassers auf der Erde hermachen, das können wir, wenn wir demnächst mal machen, aber auch so Klimaindikatoren, nämlich also Klimaproxys, wie war die Temperatur früher? Naja, da macht man eine Isotopenanalyse und zwar beim Sauerstoff. Ne? Sauerstoff wird ja im Wasser, ist ja im Wasser drin, H2O. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich H2O habe mit einem O16, also 8 Protonen beim Sauerstoff und 8 Neutronen, oder O18, dann habe ich nämlich ein, Achtung, 8 Protonen, das ist ja Sauerstoff, aber ich habe 10 Neutronen drin, dann ist das Wassermolekül natürlich schwerer. Wenn die Temperatur dann ansteigt, dann wird ein Wassermolekül mit dem schweren Sauerstoff länger im Eis bleiben als ein Wassermolekül mit dem leichteren Sauerstoff. Das heißt, die Isotopenanalyse ist extrem empfindlich und kann eine ganze Menge über die makroskopischen, die großräumigen Bedingungen sagen, in denen etwas passiert sein kann. Und das wird hier nämlich jetzt allmählich immer wichtiger und wichtiger, je näher wir an die Frage kommen, wie ist denn eigentlich unser eigenes Sonnensystem entstanden? Unser eigenes Sonnensystem ist nach den Altersbestimmungen der radioaktiven Zerfallsreihen, wo die unterschiedlichen Isotope unterschiedlich lange radioaktiv zerfallen, ungefähr 4,567 Milliarden Jahre alt. Das hatten wir ja mal ursprünglich angefangen, das Universum mit 13,82 Milliarden Jahren. Das so alt ungefähr ist das Universum, 4,567. Also man sieht schon, das Universum hat eine ganze Weile ohne Sonnensystem zugebracht. Es hat ziemlich lange gebraucht offenbar, bis A, die Milchstraße entstanden waren und B, dann auch genügend schwere Elemente entstanden waren in der Milchstraße,
dass dann immer wieder neue Sterngenerationen angefangen haben, neue Elemente zu erzeugen, weitere Elemente zu erzeugen, sie dann durch Supernova-Explosionen wieder dem interstellaren Materiekreislauf zuzuführen. Und daraus sind dann wieder neue Gaswolken entstanden, aus denen wieder neue Sterne entstanden sind. Aber auch dabei braucht man nicht nur diese großen Handbewegungen, wie ich sie jetzt gemacht habe, also das große makroskopische Bild, sondern um all das wiederum im Einzelnen zu verstehen, braucht man wieder Mikroprozesse, die nämlich dafür verantwortlich sind, wie schnell ein Gas kühlt, also wie gut eine Gaswolke zum Beispiel die Energie, die in ihr steckt, tatsächlich durch elektromagnetische Strahlung abgeben kann. Denn dann und nur dann, wenn das Gas kalt genug ist, kann dann eine Gaswolke unter ihrer eigenen Schwerkraftwirkung wieder zusammenfallen und kann neue Sterne generieren. Das Ganze ist ja ein kritischer Prozess. Es muss eine bestimmte Dichte überschritten sein, damit die Schwerkraft an einer bestimmten Stelle größer ist als zum Beispiel der Druck, den das Gas hat. Und wenn das Ganze noch rotiert, dann tauchen ja Trägheitskräfte auf, die das wieder auseinanderziehen. Es gibt also verschiedene kritische Parameter, die in so einer Gaswolke erreicht sein müssen oder überschritten sein müssen, damit es zur Sternbildung kommen kann, also damit neue Sterne dort entstehen können. Das ist ganz wichtig, weil das bedeutet namentlich, dass nicht überall in jeder Gaswolke Sterne entstehen. Das sehen wir übrigens im interstellaren Medium unserer Milchstraße auch, dass das ein kritischer Prozess ist, dass dort immer wieder Verhinderungsmechanismen da sind. Das können Magnetfelder sein, das kann die Rotation sein, das kann sogar ein Stern sein, der innerhalb einer Gaswolke explodiert und damit der Gaswolke so viel Impulsfluss überbringt, dass sie gar nicht mehr weiter kollabieren kann, sondern es wird eine Weile dauern, bis sie es dann endlich wieder kann. Und das ist natürlich der Punkt. Gaswolken kollabieren nicht wie große Kugeln einfach sphärisch, symmetrisch zusammen. So passiert das nicht. Diese Wolken sind fraktal. Die sehen tatsächlich ganz, ganz, ganz verwirrt aus, möchte man fast sagen. Also mit sehr, sehr vielen Strukturen. Alles andere als sphärische Symmetrie. Also die sind ziemlich die haben eine Oberfläche wie die Küste von Norwegen mit sehr, sehr vielen Einbuchtungen und so weiter. Es ist ziemlich komplex in der Tat in dem Fall, nicht nur kompliziert, sondern komplex, sodass diese Gaswolken an ganz bestimmten Stellen tatsächlich kritische Parameter bereits überschritten haben. Das heißt, die Gaswolken kollabieren ganz unterschiedlich. Hier mal was, da mal was, da mal was, da mal was. Und diese Brocken, wenn sie dann tatsächlich anfangen, immer intensiver und intensiver, immer höhere Dichten zu produzieren, diese Brocken laufen aneinander vorbei. Und dann passiert natürlich noch was, was dann innerhalb dieser kollabierten, dieses Gaswolkenkomplexes nochmal höhere Komplexität erzeugt, weil nämlich dann diese Wolkenkerne aneinander vorbeirauschen und dann beginnen die sich zu drehen. Obwohl vielleicht der Gesamtdrehimpuls dieser Wolke null ist, aber dadurch, dass die einzelnen Massen aneinander vorbeilaufen, verursachen sie ein Drehmoment auf ihre Umgebung. Und dieses Drehmoment führt dann dazu, dass eben nicht nur die Dinge kollabieren, sondern auch noch rotieren. Das ist natürlich hochinteressant und das Ganze hängt aber immer wieder davon ab, von den großräumigen Bedingungen auf der einen Seite und den elementaren Prozessen auf der anderen Seite. Ja, was passiert denn jetzt, wenn so eine Gasströmung mit Überschall in so eine Gaswolke hineintrifft? Das ist ja erstmal ein Prozess, den wir tatsächlich auch auf der Erde beobachten können. Überschallströmungen sind da werden Verdichtungswellen ausgelöst, sogenannte Stoßwellen oder Schockwellen. Und die pressen tatsächlich dann auch Gas zusammen. Was würde denn das bedeuten? Ich hätte eine Gaswolke, die noch weit davon entfernt ist, einen kritischen Dichteparameter zu erreichen. Jetzt kommt diese Stoßwelle, rauscht da rein mit hoher Geschwindigkeit und presst das Gas zusammen. Auf einmal ist an dieser Stelle, wo die Stoßwelle hineingerauscht ist, der kritische Parameter überschritten. Das Gas kühlt schlagartig, weil die Dichte so hoch geworden ist, ab. Und es entstehen dabei neue Kondensationskeime für Sterne. Das kann man auch beobachten. In unserer Milchstraße gibt es verschiedene Bereiche, wo praktisch so Sternentstehungsgebiete wie so Perlen an der Schnur hängen, ausgelöst durch eine einzige Supernova-Druckwelle, die also dann da drüber läuft und was hinterlässt sie? Richtige kühle, kalte Kerne, in denen dann, und die sind immer noch hinreichend groß, sodass sie immer noch viel, viel größer sind als unser Sonnensystem, aber in diesen Kernen werden dann Sterne entstehen, manchmal sogar zwei. Das heißt, es geht weiter. Es ist nicht nur so, dass eine Gaswolke mit 300, 400 Lichtjahren oder sowas in Brocken
fragmentiert, sondern dass die Fragmente wieder fragmentieren und dass sogar die fragmentierten Fragmente der Fragmente nochmal fragmentieren. Und das ist auch wichtig. Wie groß ist denn die Sonne? Der Radius der Sonne sind 700.000 Kilometer. Das sind gerade mal ein bisschen mehr als 2 Lichtsekunden. Angefangen haben wir aber bei Objekten, die mehrere hundert Lichtjahre groß sind. Das heißt, man braucht einen großen, einen sehr, sehr großen hierarchischen Prozess der Strukturentstehung, der immer weiter und weiter runtergeht. Das sind also viele, viele Größenordnungen, die am Ende dazu führen, dass da ein Stern ist. Und daran sieht man wieder, das ist ein Ausdruck für Komplexität, dass eben sehr, sehr viele Prozesse gleichzeitig passieren müssen, damit nun allmählich immer bessere und bessere Strukturentstehung entsteht. Man kann jetzt, man muss nicht, aber man kann, nur für Spaß. Könnt ihr euch schon vorstellen, also um die Sonne herum haben wir ja noch kleinere Objekte, nämlich Planeten. Da gibt es die großen Planeten und dann gibt es kleine Planeten. Und dann gibt es auf manchen kleinen Planeten Materie, die anfängt darüber nachzudenken, was sie da macht. Also ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, man muss nicht, aber man kann die ganze Entwicklung im Universum, die Strukturentstehung von den ganz großen Haufen über die, also Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen ganz am Anfang, Galaxienhaufen, Galaxien, Sterne und so weiter, praktisch in einer Reihe durchziehen und stellt fest, das ist ein Hang zu immer höherer Komplexität. Und wir sind ja jetzt immer noch bei den Sternen und bei den Gaswolken, aber schon die Gaswolken mit ihrer Chemie, mit ihren chemischen Prozessen, da gibt es nämlich nicht nur Gas drin, da ist auch Staub drin und auf den Stauboberflächen können sich Moleküle bilden und der Staub zusammen mit den Molekülen, da können sich kleine Brocken bilden und so weiter, aber ich will nicht vorgreifen, aber das kann da alles passieren. Das heißt, die Komplexität wird immer größer und größer, die Menge an Prozessen, die gleichzeitig am gleichen Ort passieren können, wird immer größer und die durchdringen sich, beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, ich habe nicht nur die Top-Down-Kausalität des Großen und die Bottom-Up-Kausalität des Kleinen, das Große zum Kleinen, das Kleine zum Großen, sondern dazwischen, und das ist eigentlich die Welt, die wir gut kennen, das ist die Welt der Komplexität. Das ist die Welt, die um uns herum pausenlos stattfindet, in uns zum Beispiel stattfindet. Das heißt, rückgekoppelte Wechselwirkungsprozesse, Kreisläufe, Netzwerke, die ineinander greifen, die mit ganz unterschiedlichen Zeitskalen sich gegenseitig beeinflussen. Und dem kommen wir jetzt immer näher, je mehr wir an den Planeten herankommen, an die Entstehung des Sonnensystems und so weiter. Noch ist es nicht so weit, noch haben wir hier noch einen Komplexitätsgrad, den man noch gut überblicken kann. Wir haben es mit Strömungen zu tun. Strömungen, wenn sie zu schnell werden, werden turbulent. Also nicht nur, dass eine Überschallströmung ist, die dann Verdichtungsstoß produziert. Diese Verdichtung führt dazu, dass das Gas sich eben entsprechend abkühlen kann, sondern diese Strömungen sind auch turbulent. Das heißt, die bleiben nicht laminar, also in Schichten ineinander, übereinander laufen, sondern die verwirbeln sich. Und diese Verwirbelungen wiederum, die bieten ja bereits die Situation an, die man sich so vorstellt. Was wir brauchen, sind ja Inseln. Inseln, in denen dann wieder eine eigene Dynamik passiert, nämlich die Dynamik des Sonnensystems. Denn, Moment mal, das Universum expandiert doch die ganze Zeit. Spielt denn das da keine Rolle? Nee, spielt keine Rolle. Das Universum expandiert die ganze Zeit. Aber das, worüber wir hier reden, ist ein Vorgang, der innerhalb der Milchstraße ist. Ja, schon zwischen den beiden Milchstraßen Andromeda und unserer Milchstraße spielt die Expansion des Universums keine Rolle, weil die beiden laufen aufeinander zu. Wir haben also eine lokale Dynamik, innerhalb dieser lokalen Dynamik nochmal eine lokale Dynamik und so weiter. Das spielt hier überhaupt keine Rolle mehr. Gar nichts. Wir haben hier eine, wie heißt es so schön, das macht, diese Wolke macht ihr eigenes Ding. Die ist völlig unabhängig davon, weil die Prozesse, die hier sind, sind so übergroß und so schnell, so viel schneller als alles andere. Hier spielt es überhaupt keine Rolle, dass die Milchstraße rotiert mit 220 Kilometer pro Sekunde vielleicht sogar an der Stelle. Spielt keine Rolle, weil bevor die Gaswolke durch diese Geschwindigkeit in irgendeiner Form beeinflusst würde, ist die längst in sich zusammengefallen, hat sie längst angefangen, eigene Zellen zu bilden durch die Verwirbelung. Diese Gaswolken sind hochturbulent. Dann versteht man auch, warum die so fraktal sind. Warum die so wahnsinnig strukturiert sind, so viele verschiedene Strukturen sind. Und zwar nicht nur eine Struktur. Also wenn das eine Struktur wäre, dann hätte man ja so eine Verteilung. Ne? So eine ganz charakteristische Größe hier so. Nee,
Bei Gaswolken in dem interstellaren Medium sieht die Verteilung so aus. Und zwar doppelt logarithmisch geplottet. Ich habe also ganz, ganz viele kleine Brocken und ein paar große. Ich habe ganz, ganz viele kleine Ereignisse und dazwischen alles Mögliche. Und das findet alles gleichzeitig statt. Die großen dauern länger, die kleinen gehen ganz schnell. Aber alles findet die ganze Zeit statt, pausenlos. Pausenlos habe ich einen Energietransport von ganz groß zu ganz klein, dann wieder zurück von den kleinen zu den etwas größeren und so weiter. Ja, die Sterne explodieren und geben ihre Energie an das interstellare Medium ab. Dann kollabiert es, das wird wieder kleiner, die Blasen gehen in die Welt und so weiter. Das alles muss passiert sein, als die Sonne entstand. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Das war ja eine irre Vorrede. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Ein 25-Sonnenmassenstern ist etwas so Besonderes, den gibt es nur im Sternhaufen. Sternhaufen ist ein Haufen Sterne, deswegen heißt er ja so. Und man kann dann heute mal umgucken, wie groß sind Sternhaufen so. Da können 1.000, 2.000, 3.000 Sterne drin sein. Und bei diesen 1.000, 2.000 oder 3.000 Sternen, da ist dann schon mal einer dabei, der so groß ist, dass er 25 Sonnenmassen hat. Das würde aber bedeuten, dass unsere Sonne in einem Sternhaufen entstanden ist. Sternhaufen heißt Sternhaufen, weil es ein Haufen Sterne ist. Das heißt, der Abstand zwischen den Sternen ist klein. Kleine Abstände bedeutet, die Schwerkraft zwischen den Sternen ist stark. Naja, das muss ziemlich wild zugegangen sein bei so vielen Sternen. Zumal die großen Sterne sich meistens im Zentrum von so einem Sternhaufen befinden. Also im Zentrum von einem Sternhaufen ist natürlich die Sterndichte sogar noch höher als sonst am Sternhaufen. Und dann irgendwann löst sich der Sternhaufen auf, ist ja klar. Also von dem Sternhaufen, wo die Sonne mal entstanden ist, schon lange nichts mehr übrig. Auch von der Supernova natürlich auch nicht mehr. Ich meine, 4,5, 6, 7 Milliarden Jahre ist ja ewig her. Aber wie ist denn das dann gelaufen? Denn es zeigt sich ja, dass die meisten Sterne in Sternhaufen Doppelsterne sind. Ja. Doppelsterne. Unsere Sonne ist aber kein Doppelstern. Wahrscheinlich war sie auch nie ein Doppelstern. Das lässt sich nicht so genau sagen. Aber wo ist eine andere dann hin? Ich meine, Doppelstern. Unsere Sonne ist kein Doppelstern, sie ist ein Einzelstern. Und wie wir alle wissen, wir leben ja auf einem, hat sie ein Planetensystem entwickelt. Also die Sternentstehung in einem Sternhaufen mit einem Planetensystem, das ist ja eine ganz harte Nummer. Das ist ja eine ganz harte Nummer. Wie ist denn das damals so gelaufen? Wie sieht denn das überhaupt heute aus? Ich meine, wir machen mal kurz Inventur. Gegen Ende des Videos ist, glaube ich, so eine Inventur ganz gut. Wir haben die Sonne. Dann haben wir den Merkur, dann haben wir die Venus, die Erde, den Mars, dann haben wir diesen Asteroidengürtel, dann kommt der Jupiter, der Saturn, der Uranus, der Neptun und dann kommen da noch so ein paar Zwergplaneten dabei. Der berühmteste ist natürlich der Pluto. Die liegen alle mehr oder weniger so in so einer Ebene drin. Was ist denn das? Wie sind die denn so entstanden? Ich meine, wie kann denn sowas entstehen in einer Umgebung, wo pausenlos irgendwelche Sterne dran vorbeifliegen würden? Die Gravitation kannst du ja nicht abschirmen, die ist ja immer da. Wie hat das System das gemacht? Und hier, auch hier gibt es überraschende Erkenntnisse, teilweise aus dem Computer, mit Computersimulation und teilweise durch Beobachtung. Und diese Mischung Computer und Beobachtung, das ist ja heute die Zeitmaschine in der Astronomie. Ich meine, viele Vorgänge können wir gar nicht mehr beobachten, weil sie schon so lange vorbei sind. Und viele Vorgänge am Himmel können wir deswegen auch nicht beobachten, weil sie so weit weg sind und wir gar nicht die Veränderungen sehen. Im Computer haben wir die Möglichkeit, mit Hilfe von numerischen Simulationen, das nachzubauen und Szenarien zu entwickeln und sich anzuschauen, wie könnte denn das gewesen sein, um dann zu gucken, ist da was dabei, was wir heute sozusagen beobachtungstechnisch überprüfen können. Das heißt, die neue Zeitmaschine ist praktisch ein immerwährender Begleiter derjenigen, die durchs Teleskop schauen, sodass wir eine gute Verbindung haben über den Computer, unsere Theorien als Modelle auf dem Computer zu testen und dann nachzuschauen, ob es vielleicht das, was man im Computer findet, da draußen gegeben hat. Und gleichzeitig können wir historische Abläufe rekonstruieren. Und wie das bei unserem Sonnensystem ausgeht, das gibt es demnächst bei Omega Centauri im Kanal Urknall, Weltall und das Leben. Bis dahin.